Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Trader und Stereo Trader. Ja, wie soll ich denn sagen? Vater? Schwächer und Stereo Trader, der war gut, ja. Mach weiter so. Oder wie mein Kollege Florian sagen würde, Mr. Stereo Trader. Ja, ich freue mich, dass Dirk wieder für uns die Zeit gefunden hat und ich freue mich auch, dass Sie heute Morgen wieder live dabei sind bei dem schönen Wetter draußen, zumindest hier in Ratingen heute und in Köln auch. Und ja, schön, dass Sie da sind. Und mein Name, das sollte ich natürlich noch erwähnen, ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße den Mann von FXZ. Da wir jetzt am Anfang schon ein bisschen Zeit verloren haben, mache ich das ein bisschen schneller. Nichtsdestotrotz, Risikohinweis ist wichtig und muss genannt werden, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also ob der Dirk heute einen Live-Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann, lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm bzw. Übertragung. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Ja, GoToWebinar, das kann nicht sein. So, Bildschirm übertragen geht nicht. Ja, warte, ich guck mal. Nee. Ja, das ist, wenn man ne, irgendwann mal Updates macht. Jetzt will es hier. Ach ja, ich muss hier erstmal alles neu umstellen. So, versuche aber trotzdem irgendwie hier im Hintergrund zu reden, wobei ich glaube, das funktioniert nicht wirklich. Ey, das ist doch eine Rotze. So, ich bin da mal weg, ne? Ich muss GoToWebinar neu starten. Das funktioniert nicht. Machen wir einen Podcast heute. Ja, wirklich. Nee, ich muss es wirklich neu starten. Es geht nicht. Okay. Ja, ich kann es nicht ändern. Dann nehme ich wieder den Bildschirm. So, dann kann man den Risikohinweis ein bisschen länger sehen. Gut, dann bis gleich. Ist schon weg? Offensichtlich. Ja, der Lutz sagt jetzt, ich soll jetzt mal reinhauen. So, der DAX geht heute bis. Da ist er wieder. Jetzt muss ich ihn nur noch hier in der Liste sehen. So, zack. So. Ja, willkommen zurück. So, hört man mich wieder noch? Ja, noch und wieder. Gut. Ich bin auch mittlerweile super gelaunt und total entspannt. Gut, Webinar macht ja heute mir das Leben schwer. So, jetzt gucke ich erstmal, ob das jetzt funktioniert, hier soweit. Also man hört mich ja zumindest. Ja. Ich bin zwar vorhin auch, aber heißt ja nichts. Sag Bescheid, wenn du den Bildschirm haben willst. Ja, versuchen wir mal bitte. Okay. So, keine Ahnung, ob das jetzt ist. Ja, sieht aber erstmal so aus. Das sieht gut aus, ja. Alter Schwede. So, jetzt aber. Jetzt tun wir mal so, als wäre nichts gewesen. Ja, meine Kollegin hier bei den Creatives, sie werden sich freuen, hier alles rauszuschneiden. Ja, ach, das ist hier ein Cut, das kriegen die doch hin. Ey, Timo, schmeiß den Timo sofort raus, ja. Das konnte ich nicht vorbereiten. Also muss ich jetzt hier wirklich mal, ich bin ja immer der Letzte, der sagt, das ist nicht meine Schuld, aber ich konnte nicht vorbereiten, dass GoToWebinar eine Neuinstallation will, sobald ich hier irgendwie den Bildschirm übertragen will. Also wie soll ich das denn testen? Ich habe gerade noch gesagt, irgendwie so, ich habe ja gestern Nacht irgendwie nur alles vorbereitet, damit bloß alles irgendwie passt. Und aber am Ende hat es dann halt alles nichts gebracht, wenn GoToWebinar nicht funktioniert. So, jetzt sage ich aber hier an der Stelle Moin, hallo und herzlich willkommen. Und zum heutigen Live-Trading, das ich ja letzte Woche irgendwie in meinem Blog irgendwie falsch angekündigt habe. Und der Nelson ist schon in Panik geraten letzte Woche. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es ja bestimmt mitbekommen. Und da stand im Blog heute Live-Trading.
Und das war aber ein Irrläufer von meiner Seite, weil wir hatten die Karnevalswoche, also beziehungsweise das Live-Trading aus der Karnevalswoche rausgenommen und auf diese Woche gesetzt. Und hat der Nelson mich auch noch irgendwie morgens aus dem Auto angerufen, hast du, glaube ich, ne? Völlig panisch. Ich Oh. war mitten auf der Autobahn, ja. Ja, auf der Autobahn, ich schaffe das nicht ins Büro, was machen wir? Ich sagte, nein, alles gut, war ja mein Fehler und passierte halt so. Aber heute, wie gesagt, sorry, also das war einfach nicht abzusehen, dass ich, wie gesagt, hier Stress mit GoToWebinar kriege und sobald ich irgendwie die Kamera irgendwie über den Bildschirm übertragen will, dass das Ding dann hier sagt, nö, ist nicht, musst du erstmal neu installieren, neu starten. Das war jetzt ein bisschen, aber gut, wir haben es ja geschafft. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin jetzt auch wach irgendwie und habe mir auch hier fleißig meinen zweiten, dritten Kaffee geholt, damit ich das hier heute durchhalte. Und beim Blick auf den Chart freut mich natürlich halt, dass ich, dass der Markt erstmal genau das schon das wieder macht, was im Block drin steht, genau wie gestern, nämlich heute runter, gestern rauf, heute runter. Aber bevor ich jetzt hier aufs Bild gehe, nochmal ganz wichtig, was der Nelson auch schon gesagt hat, wenn hier ein Trade gemacht wird, ich gehe davon aus, ich kriege hier irgendwo einen Trade auch unter. Dann bitte nicht einfach nachhandeln, sondern immer schön mit eigenen Ansätzen abgleichen. Und weil es ist wie immer, oder hier war es schon ganz oft so in dem Webinar, dass der Trade dann zwar gestartet ist und er hat, der Markt hat immer genau oder mehrfach genau darauf gewartet, bis wir gesagt haben, so, jetzt machen wir das Webinar endgültig zu Ende, weil das bringt nichts zu warten. Und dann zack, selbst teilweise sogar in der Abmoderation, wo es dann erst aufgelöst ist. Glücklicherweise halt die Male, wo es so war, auch tatsächlich dann immer mit Plus und dahin, wo es hingehen sollte. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe keinen Einfluss darauf, ob wir das hier dann auch im Webinar dann noch zukriegen oder eben nicht. Und deswegen bitte immer selber dann auch mitdenken bei den Trades. So, und ansonsten gilt wie immer auch, ich freue mich über Input. Also wenn das hier nicht der reinste Monolog ist, ich lese auch hier mal so ein bisschen mit, wobei ich jetzt halt auch hier erstmal kurz mir einen Überblick verschaffen muss, ob da irgendwas drin steht, außer die Stänkereien aus Düsseldorf und hier aus Ehrenfeld und okay, aber ein bisschen Spaß muss sein. Ich kann das ja auch ab und ich gebe ja auch zu, meistens ist es dann irgendwas, was ich übersehen habe, beim, wenn wir hier mal Delay haben und heute war ich dann ausnahmsweise mal nicht. So, aber die Betonung liegt auf ausnahmsweise. Gut, dann schauen wir mal uns den Markt an, wo wir denn da stehen. Also Daily, wie immer, auf der linken Seite, DAX auf der rechten Seite, der Dow. Ich hatte ja im Blog geschrieben, gestern am liebsten irgendwie so die Wunschroute im DAX ist erstmal wieder rauf auf die 451, das ist hier oben der Bereich, und dann halt eben anschließend wieder runter. So, das hat er tatsächlich bis jetzt genauso gemacht, ist erstmal wieder raufgelaufen. Ich hätte eher gedacht, er schafft es nur bis kurz vor die 451, aber er ist sogar ein Stück weit hier drüber gelaufen. Ne? Sieht man ja hier in gestrichelt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Aber wenn jemand Live-Chat hat, sieht er das ja eigentlich sowieso. So, also erstmal rauf und dann wieder runter. Was man hier einfach sieht, auch ganz profan, ist eben SMA 20. Finde ich immer ganz nett, so ein bisschen als Leitkurve, wo die Reise hingeht. Wobei zeigt es immer noch nach oben und dann macht man aber halt eben wie hier jetzt einen kleineren SMA drunter und dann sieht man, da kommt halt irgendwie im kleinen Durchschnitt kommt die ganze Geschichte schon runter und von daher macht das eigentlich schon Sinn, davon auszugehen, dass er halt eben heute runtergeht, was er ja auch gerade tut. Ist ja auch irgendwie schon 70, 80 Punkte hier gelaufen seit der Eröffnung und wir gucken uns das gleich im kleinen Bild dann auch nochmal an. Ich würde auch jetzt erstmal den Fokus auf dem DAX tatsächlich lassen. Und weil er eben halt hier gerade recht gut mitspielt, gehe dann aber mal rüber auf das kleinere Bild, beziehungsweise den kleineren Timeframe. Und um hier dann halt mal zu gucken, wie wir den hier gefangen kriegen, jetzt bei der Eröffnung möglichst. Und würde da halt eben auch mal mit einer kleinen Position da halt versuchen, schnellstmöglich dann auch reinzukommen, wenn wir jetzt starten. Wobei das möglicherweise gar nicht so einfach wird. Also jetzt einfach mal hier im H1 sehen wir halt, ne, er kommt halt hier oben von dem Level jetzt runter. Das könnte schon sein, dass es nochmal ein Stück weit rauf geht. Oder aber wir klatschen direkt hier unten in dieses Cluster halt rein. So, wenn er halt jetzt hier Gas gibt darunter, dann wäre ich auch ehrlich gesagt gerne schnell dabei und würde da gar nicht groß zögern.
Und auch wenn der jetzt daneben geht, aber das wäre jetzt dann erstmal der passende Impuls. Ist ein bisschen klein hier. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu überambitioniert. Den sollte man auch meines Erachtens direkt absichern. Und weil ich ja nicht weiß, ob der jetzt hier direkt wieder am nächsten Level abprallt oder ob wir tatsächlich wirklich runter ins Cluster kommen. Ne? So, für einen Scalp reicht das auf jeden Fall. Man hätte eigentlich direkt auch im neuen schon hier eine Order drunter setzen können. Das wäre eigentlich ein bisschen cleverer gewesen, als jetzt hier reinzuspringen und eng abzusichern. Ne, dass man halt einfach hier an der Stelle, der fliegt jetzt wahrscheinlich, aber direkt hier unter dem letzten Low einfach halt eine Stop-Sell-Order macht und dann halt guckt, wie tief der kommt. So, aber trotzdem kann schon sein, dass wir hier ein bisschen weiter durchdrücken. Ich weiß es eben nicht, ne? Aber halt eben nichtsdestotrotz finde ich es nicht falsch, den schnell abzusichern, nach wie vor nicht, ne? So, hier direkt hinterher, erstmal manuell und dann halt hier gucken, ob wir da unten ins Cluster reinkommen. Das wäre dann halt hier so der Bereich etwa, ne, die 285. So, das wäre hier, gucken, 285. Da kann man den vielleicht auch erstmal irgendwie rausnehmen oder noch eine Runde enger absichern. Oder man setzt hier den Trail hin, den TA6, irgendwie mit 5 Punkten Abstand. Aktiviert kann man auch machen. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Dann mal sehen, ob wir da jetzt noch Stich reinkriegen oder nicht. Das ist natürlich hier super knapp, ne? Ist klar. Also er kann halt eben jetzt mich hier immer noch rauswerfen, weil ich halt schon so ein bisschen spät hier reingesprungen bin. Das Orderbuch hängt ein bisschen falsch hier. So. Also erstmal raus, ein paar Punkte ist mal soweit okay. Impulsrichtung ist, das passt schon. Und der wird wahrscheinlich auch schon noch tiefer ansetzen. Da kann man ja gleich mal gucken, ob man den irgendwie da auch noch mal irgendwie kriegt. So, ja, gut. Ne? War ein paar Punkte. Passt schon. Moment, ich muss mir hier kurz was umstellen, weil das Orderbuch hängt ja nicht wirklich da, wo es hängen soll. Beziehungsweise haben wir gar keins. So. So, jetzt ist es richtig. Ne? Man kann natürlich auch hier jetzt einfach noch mitgehen. Muss ja nicht irgendwie immer mit der ganzen Position machen, weil ich, solange der halt hier drückt, ne, man sieht das jetzt ja auch gerade, hier im M1, ne, das sind die Impulse, sind ja alle unten, könnte man theoretisch auch jetzt einfach dranbleiben mit einer kleinen Position und das so weit verfolgen, wie es halt eben geht, ne. Aber 285 wäre jetzt erstmal so die Grenze für mich. Bin mal gespannt, ob das passt. Muss jetzt hier auch nicht direkt long gehen. Ich zeichne die jetzt hier nur mal ein. Na, da sieht man, das ist halt hier so der erste mögliche Wendepunkt an der Stelle. Gucken wir, ob da irgendwas anderes noch dazu passt. So, also Stundenpivot zum Beispiel. Ja, der würde zum Beispiel hier recht gut reinpassen. Ein kurzer Stich darunter. Und da kann er erstmal wieder ein paar Punkte zurücklaufen. Ne? Weil wir haben jetzt hier einfach nur die ersten 5 Minuten als Impuls von der Eröffnung. Aber das war doch auf jeden Fall, ich weiß nicht, war jemand schnell genug und ist zufällig mitgegangen oder war ich der Einzige? Aber das ist natürlich, ne, dass ich hier jetzt nicht besser reingekommen ist, tatsächlich einfach nur meiner Verspätung. Gut, Webinar, müssen wir denen eigentlich eine Rechnung schicken. Gut, einer war dabei. Kurze Strecke, ja, reicht ja, ne? Also ich meine, das kann man ja schon mal so machen, wenn man ja sieht, dass der Impuls sich genauso darstellt. Und wenn halt eben wie hier, ich gehe jetzt natürlich nochmal drauf ein, damit man versteht, warum ich hier eigentlich überhaupt direkt Short reingesprungen bin, nicht etwa Long. Und damit man das auch mal so nochmal so ein bisschen versteht. Also, ich lasse den mal kurz hier unten liegen, warum nicht? Also der kann hier schon ein bisschen reagieren, das darf der schon machen. Aber wie gesagt, mit einer Position, mit einer Mini-Position hier. Ne? Es geht hier eigentlich mehr um Demonstrationszwecke, weil ich jetzt hier mal kurz ein bisschen was erklären will und mich dann da halt nicht in einer Riesenposition verzetteln möchte. Also, was man hier sieht im H1, ne? Das ist mir heute Morgen aufgefallen, wo ich meinen Kaffee getrunken habe. Wenn man das hier mal irgendwie, da kam schon. Wenn man sich mal hier kurz diese letzten Anstiege dann mal anschaut.
Dann sieht man Folgendes. Also wir haben halt hier, ne, hier ein Tief und da ein Hoch. Dann hier wird es plötzlich ganz flach. Und das ist eigentlich schon oft so ein Zeichen dafür, ne, weil man hier sieht man ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden. Auch schon irgendwie recht anstrengend. Und dann kommen halt hier irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden und kommt fast nichts mehr bei raus. Deswegen halt ist die Kurve hier flacher. Und dann halt eben hier diese Lows unterschritten, dann wiederum als nächstes an der Stelle, ne, hier, das waren diese letzten Lows, die sind eben um 8 Uhr unterschritten worden, dann hängt der hier einfach in der Luft. So, und zwar hier mitten in dieser Aufwärtsbewegung von der gestrigen Eröffnung. Und das ist halt einfach, wo ich mir dann sage, okay, wo soll er denn jetzt hier noch großartig hin, ne? Weil hier dazwischen ist ja einfach nichts, ja, da kann man jetzt möglicherweise irgendwelche Fibos herzaubern. Da behaupte ich aber, dass das spielt eigentlich keine Rolle. Mal gucken, ob da irgendwas war. Rein Fibotechnisch. Hier so in der Mitte 50%. Gut, ist eh keine Fibo, sondern eben halt nur 50%. Selbst wenn man dann irgendwie von hier mal ausgeht, ja, dann hat man hier 61, aber das ist halt wurscht, ja. Das würde ich an der Stelle wirklich dann komplett ignorieren. Und deswegen war die Überlegung jetzt einfach nur, okay, der hängt hier in der Mitte, der hat nicht viele Möglichkeiten. Und vor allen Dingen sollte das direkt im Impuls passieren, weil er ja halt eben hier auch mit einem deutlichen Impuls runterkommt, kriegen wir entweder sofort einen Gegenimpuls oder halt eben sofort eine Fortsetzung, ne? Aber der Impuls bleibt, wenn der Markt so in der Mitte steht, dann eben oft in irgendeiner Form erhalten. Und deswegen war das hier völlig richtig. Da halt direkt reinzuspringen. Ich hätte nur, wenn ich eine Minute oder 30 Sekunden mehr Vorbereitungszeit gehabt hätte, hätte ich das mit einer Stop-Order gemacht. No, die hätte dann einfach hier, das war diese letzte vor der Eröffnung, einfach hier eine Minute drunter, da direkt einen Stop hin, Stop-Short als Entry und dann halt eben geguckt hier unten, wo ist die nächste plausible Stelle zur Reaktion. Und das ist dann halt eben dieses Cluster hier. Ne, Cluster ist nichts anderes als ein Klumpen. Und weil halt hier eben auch ganz deutlich sieht man das ja, und das ist ja wiederum mein anderer typischer Ansatz, hier auch nochmal kurz in Wellen dargestellt. Hier Widerstand abgeprallt, Widerstand gekauft. Hasta la vista. Ne? So, und das heißt, damit wird die Geschichte hier zum Support. Und deswegen ist das halt auch logischerweise der erste Punkt, wo er dran reagieren sollte. Also hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn er da einfach durchgefallen wäre. Und deswegen auch hier, wo ich auch gerade ja noch die Order gelegt habe, hier kann man versuchen, kann man long gehen. Muss man jetzt nicht unbedingt, ja, weil wenn der Markt im Daily auflöst, dann wird das auch nicht halten. Ja, aber halt, um da jetzt rauszugehen, war das völlig okay. Ich bin jetzt hier nur ein paar Punkte drüber raus, weil ich die halt, weil mein Entry halt jetzt nicht so klasse war, aber vom Ansatz her passt das alles. Das ging jetzt natürlich wahnsinnig schnell eben, alles innerhalb von ein paar Sekunden, wo ich das hier gemacht habe. Es liegt natürlich daran, weil ich das dann halt ja auch, weil ich das jeden Tag ja so mache und das natürlich irgendwie mit einem Blick dann eben auch erkenne, dass da halt ein Setup halt eben ist und dass man handeln kann. Aber deswegen habe ich es jetzt hier nochmal erklärt, woher das kommt. Also nochmal zusammengefasst, hier nach fallend oder nach flach werdenden Korrekturen hier auf der Oberseite den letzten Support, der 3 Stunden gehalten hat, hier verkauft. Das ist erstmal short. Trotzdem hätte der Markt auch hier oben hingekonnt und erstmal da Luft holen. Nochmal hier zurück. Ne? Also das wäre auch eine Möglichkeit gewesen und dann runter. Deswegen habe ich auch gesagt, warte mal, ob der jetzt wirklich direkt runter geht. Ist direkt runtergegangen, also direkt die Fortsetzung. Und dann eben hier unten auf diese Stelle, die nichts anderes ist als hier oben, die nur halt eben spiegelverkehrt. So, das heißt, hier ist long, da ist short. Und dazwischen bewegen wir uns jetzt, und das ist halt auch jetzt für meine Begriffe den Fokus, und auch Potenzial eben halt hier eine Range auszubilden, und die sich dann halt in dem Bereich erstrecken würde. Machen wir hier mal ein bisschen andere Farbe. Könnte ich natürlich auch im Live-Chart machen. Das ist natürlich richtig, dass man es dort eben mal sieht. Das mache ich auch gleich. Ja, aber das ist jetzt erstmal halt so die potenzielle Range, die wir halt hier haben. Von mir aus auch gerne hoch hier bis zur 398. Ne? Also 285, 398. Entschuldigung.
Könnte eine Range werden, muss es aber nicht. Ja. Soweit verstanden? Bin ich überhaupt noch live? Ist so still hier. Doch, doch, du bist noch da. Okay, gut. Ja, ich rede ein bisschen schnell heute, ne? Rede ein bisschen schnell, handle ein bisschen schnell. Habe ja auch später Aber angefangen. verständlich. Bitte was? Aber verständlich. Okay. Gut. Endlich mal. Ach, ihr seid so nett. Hier die Kommentare immer wieder nice. Ja. Nein, 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 alles gut. Ich finde es ja immer lustig. Ich finde das ja immer lustig. So, ich muss hier nur mal ganz kurz, damit das hier im Live-Chat klappt, dann muss ich jetzt, damit der Nelson sich nicht erschreckt, muss ich jetzt mal kurz die Bildschirmübertragung pausieren und hier erstmal was reintun und dann mache ich die gleich wieder weiter. So, aber wir haben da ja Macht noch, nichts kaputt. ja, das sind halt noch andere Broker, wenn ich da den Navigator aufklappe. Das meinte ich halt nicht, dass der Nelson sich da erschreckt und der nachher böse mit mir ist. Aber ich muss ja auch manchmal, ne, andere testen. Alles gut. Ja, weil das hier immer die sind mit den Problemen, ne? So, das ist. So, also hier, Live-Chart. Nochmal der H1. Live-Chart für die, die es nicht kennen, das ist halt ein Tool, was ich eben anbiete, wo die ganzen Levels dann halt drin sind, wo der Markt reagieren sollte und eben dann halt auch mit verschiedenen Trigger-Levels. Hier sieht man sehr schön, die 398 war zum Beispiel so ein Trigger-Level, ne? Das heißt, ist ja auch relativ fett, wie man hier sieht. Und der Trigger ist der, Stunde schließt runter. Bedeutet anschließend Short unter der Marke. Ne? Und das ist natürlich hier extrem genau, hat das ja hier funktioniert. Aber, extrem genau funktioniert, ist ja wirklich hier drunter geschlossen, irgendwie um 6 Uhr und dann um 7 Uhr hier irgendwie mal kurz sich reingehangen und um 8 Uhr tick genau dran gelaufen und dann plopp nach unten. So, und sobald ich das jetzt hier freigebe, und das wäre jetzt halt hier die 285, ne? Und dann sieht man das auch, wenn man das Add-on hat, im eigenen Chart. Ne? So, aber die 285 war natürlich schon recht gut. Da hätte man einfach nochmal ganz schnell 15 Punkte auch mitnehmen können in die andere Richtung. So, und hier haben wir dann einfach die potenzielle Range, wo der Markt sich möglicherweise jetzt ein bisschen dran aufhält. Ich weiß es nicht, ne? Kann sein. So, bezüglich Live-Chart. Wo bekommt man eine Lizenz dafür? Das gibt es von mir einfach im Blog auf der Blogseite, ne? Also dirkhilger.de. Wo ist eigentlich mein Banner? Warum ist das da unten nicht? Mal gucken. Das müsste eigentlich. Nö, ist nicht da, ne? Ich habe hier so einen lustigen Button mit Roll, aber irgendwie. Ich habe Angst, wenn ich da jetzt drauf drücke, dass da irgendwas ganz anderes kommt. Ich Ich wiederhole überlege mich, macht nichts kaputt. mal. Ja, lass mich doch mal ein bisschen klicken hier. Da kommt kein Roll. Ja, OBS hat irgendwie auch hier nach so einem Computer-Update auch nur noch die Hälfte irgendwie da. Alles ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ja, auf jeden Fall dirkhilger.de. Und wo ja eben mein Blog eben auch ist. Und dort gibt es dann auch den Live-Chart dazu. Gibt es eine Möglichkeit, eine kleinere Range von 30 bis 50 Punkten zu bestimmen? Ja, ich meine, ich kann. Der Markt sagt mir ja, wie groß die Range ist. Ne? Wir haben ja auch manchmal irgendwie 10 Punkte Range. Und aber das und das ist ja auch nicht irgendwie, wo ich sage, ja, nur so und so und so ist das. Ne? Nur wenn ich jetzt hier an der Stelle habe ich ja halt einfach nichts anderes als zwei Signale, die gegeneinander laufen, beziehungsweise zwei Trigger einfach, die sich gegenüberstehen. So, und dann bildet sich, wenn die halt etwa gleich stark sind, also von der Partei, die halt eben den Trigger dann halt oder das Signal halt handelt, ne? Und dann bildet sich eine Range. Also wenn oben immer wieder mit der gleichen Size verkauft wird, wie hier unten gekauft wird,
dann haben wir halt den Effekt. Ne? Von daher kann man das natürlich unmöglich dann auch im Vorfeld sagen, so wird das jetzt irgendwie eine kleine oder große Range, weil es entscheidet sich halt dann einfach nur am Markt. So, hier sollten wir jetzt eigentlich nochmal nach unten kommen. Einfach auch dem Impulsgedanken erstmal folgen. Das heißt, hier oben, wenn man es sieht, M15, da ist jetzt halt die erste Periode ist um, also die erste 15 Minuten. Und oft ist es halt eben so der erstgrößere Timeframe. Wobei halt man hier jetzt schon sieht, also die erstgrößere Periode hat einfach in der Eröffnung und auch generell, wobei man jetzt hier schon sieht, rein am M15, er ist halt weiter zurückgekommen, als er runtergelaufen ist. Ne? Von daher kann dieser kleine Nachimpuls, kann es auch schon gewesen sein, dass da jetzt erstmal nichts mehr kommt und dass er direkt jetzt erstmal wieder zur Eröffnung läuft, die ich hier auch nicht angezeigt habe. Ja, genau. Machen jetzt ein Update, auf jeden Fall. Mal kurz gucken, dass es hier auch mal drin ist. Ne, aber kommt noch ein bisschen, was, wie es aussieht. Ne? So, das heißt, der könnte jetzt hier einen zweiten Test machen und dann würde ich halt unten auch, glaube ich, mal eine Runde long gehen, wenn er nochmal hier runterkommt. Und dann mal gucken, ob er von da vielleicht einfach wieder bis zur Eröffnung zurückkommt. Also dann halt einfach frühzeitig drauf bauen, dass die Range eben hält. Das wäre jetzt halt mein Ansatz, aber nicht hier. Ne? Also wegen dem M15, weil wenn jetzt als Beispiel jemand eine zeitgestützte Order da halt drin hat, und das sieht man halt schon recht oft, dass dann halt eben so in so einer Taktung der Markt eben dann eben auch läuft. Und die kann 5 Minuten sein, 15 Minuten, aber ist interessanterweise ganz oft auf Vielfaches von 5 Minuten gerechnet, beziehungsweise dann halt eben programmiert. Und das erklärt auch, warum wir jetzt hier dann doch noch hier den Nachimpuls ein bisschen größer kriegen. Ich habe ja vorhin mal kurz irgendwie die Maus hier oben gehabt. Ich gedacht, aber mich hat diese lange Lunte so ein bisschen irritiert und deswegen habe ich gedacht, naja, lieber erstmal nicht. Und sondern dann würde ich jetzt, wie gerade gesagt, dann eher da unten jetzt gucken, ob ich da halt irgendwie einen Long irgendwie reinkriege. Weil hier haben wir ja auch die Eröffnung von gestern, die müsste ziemlich genau hier unten eben auch liegen. Ja. Also eigentlich da, wo die Value Area hier unten auch vorbei ist, dort liegt die gestrige Eröffnung und da kann es halt schon sein, dass da halt nochmal so ein bisschen Gegenwehr kommt. So, kann man natürlich mit einer LPO machen, ist aber auf der anderen Seite schon so ein bisschen gegen die Tagesrichtung. Ne? Also die ja hier nochmal ist, muss das jetzt hier sein. Gegen die Tagesrichtung, weil ich würde mir schon wünschen, ganz ehrlich, dass der Markt hier diese Tageskerze, ich hoffe, ich bin nicht im Bild, ne, die Tageskerze einmal komplett nach unten durchschiebt. Und zwar bis hier unten in dieses Daily Cluster halt rein. Also hier sieht man es ein bisschen besser, wenn ich es größer mache. Den brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Kommt der überhaupt von hier? Ne, der kommt aus dem Live-Chart. Also in dieses Cluster auf die 15.082.039 da unten rein. Ne? Da kann der eigentlich gerne direkt auch reinstechen. So. Ob das dann jetzt direkt um 9 kommt, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Wir haben es schon oft so, dass um 9 Uhr direkt so die möglichen Tagesziele halt angelaufen werden. Ne? Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, hier was Long angeht, muss nicht funktionieren. Ne? Mit jedem Zeichen. So, das heißt, hier haben wir jetzt erstmal halt so diese potenzielle kleine Range, die ja vorhin auch gefragt worden ist. Die Gefahr, die ich hier so ein bisschen sehe, ist, also was Long angeht, deswegen habe ich den da kurz mal weggemacht. Eigentlich ist so mein Grundsatz immer der, das erste Cluster hält nichts. Das heißt, also hier ist die Impulsrichtung, die ist ja eindeutig runter. Oft macht der Markt ja sowas, zieht dann in eine Richtung, macht dann eine Range und dann zieht er weiter und dann macht er eine Range. Und dann erst haben wir eine Chance auf einen Rücklauf. Sehr, sehr oft der Fall. Und das sollte man hier vielleicht besser irgendwie auch erstmal im Auge behalten, weil so wirklich viel
Gegenwehr ist hier ja auch gerade nicht, ne? Also der ist zwar hier mal kurz 30 Punkte nach oben gelaufen, aber ich würde jetzt hier erstmal nicht blind dagegen halten, glaube ich, sondern würde jetzt erstmal gucken, was macht er hier mit dem Low? Gehen wir da durch und schieben wir dann auch halt eben nochmal in so einer Taktung durch, dann macht es gar keinen Sinn, sondern dann erstmal lieber warten. Erstmal kurz warten. Ob das dann nicht dahingehen dann wird, dass wir hier jetzt nochmal so ein zweites Cluster dann eben eine Etage tiefer kriegen. So, aus dem Live-Chart gesehen wäre hier unten das nächste Level die 252, was auch wiederum, ne, ja gut, hier die letzte, der letzte Support vor dem Anstieg wäre. Macht vielleicht mehr Sinn, ich weiß es nicht, ne? Aber wirklich schon sehr, sehr oft gesehen, dass halt eben die erste Range eben halt nicht reicht, um den Markt halt wieder nach oben zu schicken, sondern dass dann halt erstmal durchgeht. Zum Verständnis habe die Live-Chart und die Änderungen sehe ich jetzt im H1. Bei Umstellung auf M1 ist die Range aber nicht mehr sichtbar. Ist das so gewollt? Ja, man kann ja im Live-Chart ja auch einstellen, ob welchen Timeframe man sehen will, ne? Ich habe den jetzt hier leider nicht drin, also weil ich hier eine falsche Version tatsächlich am Start habe. Aber hier müsste man es sehen. Man kann ja hier, da gibt es ja diesen Button, ne? H1 only. Und das heißt, wenn das eingestellt ist, dann sieht man im H1 auch nur die Levels aus dem H1. Kann man aber umstellen, so dass halt hier, ich will das jetzt hier nur nicht machen, nicht, dass der mir was Falsches hochlädt, wenn man hier draufklickt. Und dann steht da irgendwie All Time Frames oder irgend sowas. Ne? Das heißt, dann sieht man auch die Setups, also im M1 die Setups vom H1 und so weiter. Ne? So, ich würde ja fast hier sagen, hier nochmal irgendwie tatsächlich lieber einen Short versuche und gucken, ob wir vielleicht mit der Knoppers-Fraktion nach unten rauskommen. Mal sehen, muss mal kurz machen. Sieht so ein bisschen merkwürdig aus hier, diese kleine Range. So, heißt aber umgekehrt auch, wenn er jetzt eben keine Range unten macht, sondern direkt wieder zur Eröffnung läuft, dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwie so eine Bewegung. Das muss ich heute alles zweimal klicken. Einmal darauf, dann wieder runter und dann halt oben durch, ne? So, das könnte halt kommen. Also deswegen einfach mal Augen auflassen und mal gucken, wie ihr das Ganze jetzt hier auflösen will. Aber nochmal, noch sind wir hier in der Range drin. Und es wäre auch gar kein Problem, jetzt hier erstmal nur so einen kurzen Fake drüber mit irgendwie ein, zwei Punkten, der gar nicht wirklich hier mit Wumms nach oben geht und dann halt, dass wir ab da ein neues Tief machen. Ne? Das ist halt dann hier so leider die andere Variante, die wir hätten. Ne? So. Generell stehen wir jetzt hier aber auf der Oberseite von der Range. Das heißt, man kann hier eigentlich schon, ich mache mal hier einen kleinen rein. So, mal einen kleinen Short. Und mal sehen. Ja, war vielleicht ein bisschen zögerlich, hätte man auch irgendwie ein paar Punkte eher machen können, aber es ist jetzt hier wirklich nur absolut überschaubare Position. Ne? Aber ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Ich kann ja immer noch hier unten die Geschichte ausbauen, wenn er hier jetzt zum Beispiel ein neues Low macht. Und danach mal gucken, wie weit wir da runterkommen. 252 wäre halt unten der Knackpunkt. Ein paar Punkte vorher. Ne? Weil das ist halt immer so. Ich meine, die Möglichkeiten haben wir ja. Das ist ja eben der Klassiker in Form von Trade, was du siehst, nicht was du sehen willst. Ne? Und ich sehe es ja hier gerade, man hat jetzt hier nochmal reagiert, ging auch hier mit bisschen Impuls, der dann auch darunter, der auch schnell da war. So, und wenn wir jetzt hier nochmal auf die Unterseite von der Range laufen, hier ohne neues High, selbst mit neuem High, klar, ich habe ja gesagt, der kann auch irgendwie einen Punkt da oben einmal kurz raus. Kann er halt auch machen. Aber wichtig wäre jetzt natürlich, damit das aufgeht, dass wir jetzt hier wirklich dann möglichst auch am Stück jetzt darunter laufen, nicht hier ewig rumzackern, dann könnte es eine anstrengende Nummer werden. Ja.
Aber selbst wenn er hier runterkommt, sollte man auch wieder hingehen und relativ schnell absichern, die ganze Geschichte. Weil noch ist das Ding hier grün, noch stehen wir über dem Support. Und noch kann der auch mit einem doppelten Test da unten eben auch halten, ne? Ganz klar. Ja, ich weiß, ne? Also der Christoph schreibt ja, DAX liegt aber auch am Support. Ja, ich meine, deswegen ist es ja auch grün. Ja, fein. Weil da halt eben genau die Eröffnung von gestern ja auch ist. Das hatte ich ja vorhin alles schon erklärt, ne? Deswegen bin ich ja auch hier jetzt nicht irgendwie mit 5 oder 10 Kontrakten drin, sondern erstmal mit einem, um mal zu gucken, ob man den hier nach unten ein bisschen ausgebaut kriegt. Ob da halt eben jetzt der Nachimpuls oder beziehungsweise ob der Erstimpuls fortgesetzt wird oder nicht, ne? Ja, hier kam, gibt dann doch noch welche, die sind später als ich. Ja, der Christoph hat nur gerade irgendwie, habe ich ja gerade gesagt, gemeint, irgendwie da unten wäre ja auch ein Support, ne? Ja, das war ja der Grund für meinen Short Exit eben. Wir waren ja eben schon mal Short. Ganz am Anfang, direkt in der ersten Sekunde. Und hier unten habe ich da schon ganz schnell eingezeichnet, auch, dass ich gesagt habe, hier erstmal raus. Und das ist erstmal das Target und das hat soweit gepasst. Jetzt ziehen wir wieder an die. Machen wir hier mal Folgendes. Ziehen wir erstmal wieder zurück an die 15, an die zweite 15 Minuten Eröffnung. Also ich habe den auch schnell gedreht im Zweifelsfall, ne? Aber bitte nicht hinterherklicken. Ich habe schon mal gesagt, das ist meistens keine gute Idee. Aber hier hat man jetzt gerade gesehen, ne, gibt es wieder hier. Nochmal eins drauf, ein kleines auf dem Deckel da oben. Das heißt für mich, wenn der sich jetzt hier durchsetzt, dann würde ich den hier auch direkt nur nochmal größer machen, weil dann sollte das da oben erstmal halten. Ich würde den jetzt auch, wenn der hier runterkommt, da oben den Stop auch wieder zurückziehen. Ich habe den jetzt nur dahin gelegt, damit ich, falls er jetzt halt die Öffnung anläuft, da oben ausbauen kann. Aber halt ist es wahrscheinlich nicht mehr wirklich notwendig. Aber es bräuchte halt hier schon so ein bisschen mehr Zielstrebigkeit auf der Unterseite, um da unten auch erstmal durchzukommen. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das aufgeht, weil ich habe mich da schon oft über mich selber geärgert, wenn ich sowas gesehen habe, so irgendwie kommt runter und dann hat irgendwie so eine erste Range, dattelt nur so ein bisschen hin und her und wird dann am Ende doch fortgesetzt und erst die zweite gibt dann halt eine Reaktion. In die Gegenrichtung. Ach so, das meine ich. Ich würde den jetzt hier erstmal lassen. Also, schlimmsten Fall fliegt er halt dann eben hier mit der Pipi-Position dann halt raus mit ein paar Minus. Aber dann würde ich mir angucken, was macht halt als nächstes die sogenannte Knoppers-Fraktion um 9:30 Uhr. Den Namen habe ich denen irgendwann mal gegeben vor ein paar Jahren. Und die Älteren unter uns kennen das ja noch. 9:30 Uhr, halt, morgens 9:30 Uhr in Deutschland. Da gab es immer die Werbung von Knoppers. So ähnlich wie Hanuta. Das hätte Das ich hier waren eigentlich noch mal. Zeiten. Das war noch Zeichen. Früher war alles besser. Nein, dass man das versteht. So. Ja, oder man dreht halt hier, ne? Kann man auch machen. Direkt drehen die Nummer. Könnte man schon machen. Jetzt war ich zu langsam. So, ich mache das jetzt mal. Ich bin jetzt hier mal todesmutig. Dreh das Ding mal sofort. Weil da kam ja nichts mehr, kein neues Tief mehr. Und will hier unbedingt die 9:30 Uhr auch nach oben auflösen. Kann er machen. Hoffe, das war jetzt kein Fehler. Hin und her macht Taschen voll.
So ging ja, glaube ich, der Spruch, ne? So ähnlich. So, der darf natürlich noch ein bisschen nachtreten hier, das ist schon okay. Das ist schon okay, den würde ich aber jetzt tatsächlich dann erstmal ein bisschen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht echt hier ganz, ganz dumm. Aber ich glaube eigentlich nicht. Brauche ja nur so ein bisschen Reaktion nach oben. Nur so ein bisschen, viel muss es ja gar nicht werden. Aber jetzt hängen wir halt schon wieder hier in dieser Range drin. Ne? Ach ja. Stört natürlich die Statistik hier für heute so ein bisschen. Mal abwarten. Ja, drückt halt schon wieder hinterher, ne? Schon wieder in dem 15-Minuten-Impuls. Am Ende wird es wieder so eine, wo ich mich selber ärgere. Ich sage, hast du vorhin noch erklärt, die erste Range hält meistens nicht. Es muss erst noch eine zweite hinterherkommen. Ja, sieht so aus. Es sieht so ein bisschen danach aus. Hier so dieses Dauergedaddel irgendwie auf kleinem Level. Was macht denn der Dau eigentlich? Nicht viel, ne? In dieser Stunde auf jeden Fall nicht. Mal gucken. Brauche eigentlich jetzt erstmal nur zurück an die Eröffnung und dann halt mal gucken, was dann da eben oben passiert. Kann aber sein, dass es auch schon zu viel verlangt ist. Die 273 im Daily ist natürlich auch schon sehr, sehr, sehr markant. Das wäre dann halt nochmal hier unten. Kann ich ja auch mal kurz einzeichnen. Das ist natürlich ein Daily Level, was der DAX ziemlich gut fand, ziemlich oft. So, ich glaube, drehen war keine gute Idee, ne? Was soll ich da sagen, ne? Also, wenn so still hier ist, liegt nicht daran, dass mein Mikro kaputt ist, sondern Da dass ist ich noch hier eine kurz. Frage für dich reingekommen. Vielleicht kannst du mal Okay. kurz drauf schauen. Warte, ich will hier trotzdem den kurz im Auge behalten und dann gucke ich mir gleich die Frage an. Also könnte halt schon sein, ne, dass wir hier dann doch etwas deutlicher, wenn der jetzt nicht bald irgendwie mal kurz nochmal nach oben zur Eröffnung zuckt. Wenn der Markt ist halt nun mal nicht lang, ja, lang. Long. Das ist klar. So, von daher ist es natürlich auch völlig in Ordnung, wenn halt das Volumen von der ersten Stunde genutzt wird, um direkt die größere Richtung halt durchzudrücken. So. Aber mir bleibt hier natürlich auch nicht so wahnsinnig viel übrig, auch wenn das jetzt tatsächlich hier so ein bisschen hin und her ist, als mich jetzt darauf einzustellen in irgendeiner Form. Dann halt mal drauf zu bauen, dass wir die Geschichte da unten weitermachen. Aber kann natürlich auch sein, dass es trotzdem nicht aufgeht. Ne? Eigentlich, und das ärgert mich natürlich jetzt schon, habe ich ja vorhin auch gesagt, mal gucken, oben irgendwie so ein kleines Hoch und dann halt irgendwie wieder runter, so einen kleinen Fake da oben. Und habe mich nur ein bisschen irritiert hier vom Timing, das halt eben, beziehungsweise auch vom Bild hier im M15, dass die
halt einfach nur so ein paar Punkte unter der Eröffnung aufgelöst hat, noch dazu irgendwie halt hier in Grün beziehungsweise Weiß. Und das hat mich natürlich schon so ein bisschen irritiert. Aber gut. Fehler sind ja auch dazu da, um gemacht zu werden. So, jetzt wäre es aber dann schon mal an der Zeit, da unten mal eine Runde durchzustechen. Und mal halt irgendwie die Lows auszuloten. Also nochmal, wie gesagt, wenn der Daily wirklich durchzieht, ja, wenn der das machen sollte oder wenn die erste Stunde dazu genutzt werden sollte, um halt eben den Daily aufzulösen, dann sollten eigentlich auch 273 da unten nicht reichen, ne? Was ja eben die ganze Zeit die markante Marke war, sondern dann könnte das natürlich schon auch eine ganze Runde deutlicher mal werden, so dass wir halt auch unter die 200 kommen. Weiß ich aber natürlich nicht, ne? Also das heißt, der Gedanke ist immer der, um 10 Uhr steppt halt gerne mal der Bär oder brennt die Luft. Und das liegt natürlich daran, weil er dann halt auch das meiste Volumen in den Markt kommt, oder? Und wenn das jetzt so ist, wenn also jetzt wirklich wie so oft eben dann halt die erste Stunde schon genutzt wird, um halt direkt die Tagesziele zu erreichen. Und dann könnte es sein, dass wir wirklich noch einen deutlich größeren Impuls hier sehen. Und der Markt halt eben wirklich direkt nach unten durchdrückt. Ne? Also die Richtung, Impulsrichtung ist klar Short. Ne? Und richtig dumm wäre natürlich, wenn wir jetzt dann doch nochmal nach oben laufen und es dann hier einpendeln, dann war das halt Quatsch. Ne? Aber ich habe auch hier deswegen jetzt ein bisschen größer auch gedreht. Weil die Chance halt einfach da ist. So. Und ich kann im Vorfeld nicht wirklich absehen, ob das jetzt kommt oder ob wir jetzt wirklich hier hängen bleiben wollen. Nur weil mit diesem einen Punkt rauf und runter, das ist ja das, was wir von den Webinaren hier leider auch kennen, in irgendeiner Form. Und aber das weiß ich natürlich nicht. Ne? So, aber trotzdem würde ich halt die Chance hier nicht komplett jetzt irgendwie verstreichen lassen, sondern nehmen den jetzt halt hier mit auch auf die Gefahr hin, dass ich hier einmal zu viel gedreht habe. Ne? Also hier übrigens auch gerade ein nettes Beispiel fürs Money Management im Stereo Trader. Ich war ja vorher irgendwie nur mit einem Kontrakt da long drin, habe den jetzt mit drei gedreht. Und deswegen liegt mein Break-Even von dem Trade, nicht von der Position, sondern von dem Trade, jetzt hier ein bisschen tiefer, weil halt eben vorhin diese Drehung halt mit eingerechnet wird, ne? Und das heißt, erst ab hier würde mein eigentlicher Break-Even dann starten. Also ab hier bin ich dann halt quasi bei Null. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass ich hier im, was heißt, soll ich aufpassen, ja? Also ich meine, ich passe ja schon auf, ich sehe es ja, aber das war halt hier eben so, also dieses Gebilde, irgendwie sauber aufsteigende Hochs. Nicht, dass er auf die Idee kommt, das jetzt hier irgendwie in die Long-Richtung, das zu nutzen, in die Long-Richtung zu drehen. Ne? Aber dann kann ich es nicht ändern. Den konnte ich es nicht ändern. So, eigentlich wäre es natürlich trotzdem. So, ich bin so ein bisschen still, wie man sieht. Das liegt aber auch daran, wenn der Markt auch still ist. Was soll ich da sonst sagen? Ne? Da kommt irgendwie nicht so wahnsinnig viel hinterher. Ne? Hier nicht vielleicht gerade an die letzte Minutenkerze da oben den Stop setzen, an das Low. Gib mal ein kleines bisschen Luft hier. So. Naja, das wird wahrscheinlich nur irgendwie gedaddelt. Das wird wahrscheinlich nichts, so wie es aussieht. Ja, super. Gut. Also, das war nichts. Einfach nur hier Range gefummel und das wird jetzt tatsächlich wirklich hier genutzt mit den Aufsteigen los, um einfach nur hier weiter in der Range rumzudaddeln. Also, da werde ich nochmal ansetzen müssen. Der war halt nichts. Ne? So sieht das Ganze dann aus, wenn man sich dumm anstellt. Und, aber das hat echt, naja, gut.
Also, da war der erste Impuls, war eigentlich der beste. Wir hätten 8:55 das Webinar zu Ende machen sollen, dann wäre alles fein gewesen. So, da kann man jetzt natürlich versuchen, nochmal irgendwie dagegen zu halten. Ist aber, bleibt dann aber die Frage, wieso, ne? Weil so wirklich verstehe ich das Bild hier nämlich noch nicht, um ehrlich zu sein, ne? Weil wir kleben jetzt hier einfach nur in der Value Area erstmal fest. Das hier war halt einfach total unnötig, dass der erstmal halt da runtergegangen ist, beziehungsweise halt erst ein Fake, dann doch nicht runter. Und dann jetzt auf die Eröffnung, da bin ich mal gespannt, wie er damit jetzt wirklich umgehen will. Und weil die Idee war ja eigentlich, ne, hier oben kleiner Fake und dann halt reicht, um unten wieder rauszukommen. Finde ich jetzt ein bisschen außergewöhnlich vom Bild her, dass er dann hier dann ein Fake macht, einen kleinen Fehlausbruch und dann doch nicht mal bis ans Tief, sondern irgendwie auch nur 3 Punkte drüber und dann jetzt doch wieder oben rauszieht. Naja. Okay, man lernt nie aus, ne? Aber trotzdem nicht gut. Also mal gucken, ob die Geschichte hier jetzt dann stimmt. Hätte ich mal kurz lassen können. Ne? Das war ja der andere Weg. Gucken, ob der dann jetzt sauberer würde oder nicht. Aber es ist halt wirklich wahnsinnig wenig Volumen und Wohler, die auch hier irgendwie gerade durchgeht. Was der Dow läuft bestenfalls. Was? Der ist, was heißt, wenn er long bleibt? Der ist nicht long, der Markt. Ne? Ich glaube das nicht. Also ich meine, das Einzige, was wir gestern hatten, war. Das habe ich ja auch in meinem Blog beschrieben. Das ist einfach nur eine Reaktion auf den Wochenschluss im Endeffekt, ne? Und das heißt, es ist nur, für mich war das gestern alles nur Positionsauflösung, die ich ja auch vorher beschrieben habe im Blog, wo ich gesagt habe, das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir im DAX wieder auf die 451 rauflaufen, um Luft zu holen und dann unten durchzuschießen. Das ist nur eine kleine Gegenbewegung gestern, aber das ist nicht long. Also, da würde ich, glaube ich, sonst was drauf verwetten. Und dafür war das halt irgendwie gestern auch zu sehr nach Wunschfahrplan. Also zu sehr deutlich. Und deswegen glaube ich da auch nicht an Long. Ne? Ist auch gut hier unten. Ne? Ich meine jetzt, das ist ein bisschen zu knapp. Also da macht es wahrscheinlich dann mehr Sinn, irgendwie später nochmal anzusetzen, weil wenn man sich das mal im H1 hier anguckt, ne, ich habe gesagt, das hier ist die mögliche Range, die wir jetzt erstmal haben, ne? Also die sich hier ausbilden kann. Das heißt, wir könnten auch nochmal rauf auf die 398 und dann auch möglicherweise einmal kurz über die Eröffnung von 8 Uhr hier drüber gucken, da oben den drehenden SMA20 mal eine Runde abholen, dann doch wieder runter, ja. Also das wäre schon möglich, aber selbst das muss noch nicht mal wirklich sein, ne? Und so wie hier sieht auch kein Longmarkt aus. Also diese 3 Punkte rauf und runter, kein Fall. Aber ich würde ja schon gerne hier nochmal den letzten Loser da irgendwie gut machen. Und will das mal noch nicht irgendwie ganz aufgeben, die Geschichte hier. Hey, guck mal, ne, wenn man sich das jetzt auch mal anguckt, wir stehen hier schon wieder da drin. So, er könnte jetzt natürlich, das könnte natürlich dieses Bild hier sein, was ich vorhin gezeichnet habe. Ich weiß es nicht, ne? Also, ich finde es halt viel zu schwach, irgendwie gerade von den Bewegungen hier, diese 10 Pünktchen da rauf, 10 Pünktchen runter. Dann hier oben auch irgendwie ohne Wumms in irgendeine Richtung. Wie so ein bisschen anstrengend. Das finde ich echt so ein bisschen schwierig heute. Ne, weil klar, hier in der Stunde auch wieder, die schreit so ein bisschen danach, ne, einmal nach oben zu zucken. Aber muss halt auch nicht wirklich sein. Ne. Kann genauso gut auf den letzten Drücker immer noch hier unten durchschieben und dann stehen wir plötzlich hier bei 150. Also auch hier sieht man ja auch,
man da sich nur mal die Stunde nimmt, das ist ja nicht long. Also, ne, wir kommen von da oben runter, plommen hier mit einem neuen Tief an die Stelle. Ja, hier mal kurz. Da sieht man es ja. Also hier einmal rauf. Und dann haben wir halt hier mit der Abwärtsbewegung, da haben wir doch die letzten Tiefs hier an der Stelle, sind doch hier geschossen. So, und das heißt, hier gestern die Gegenbewegung, wahrscheinlich kriegt man die tatsächlich auch mit Fibus irgendwie dargestellt. Also, dass das hier oben irgendwie dann so, keine Ahnung, 61 oder irgendwas dann halt waren von der Bewegung. Ja, ein bisschen drüber, 76 dann wohl. Und von daher passt das sogar von dem Standpunkt aus. Das heißt, hier einfach nur eine Reaktion in die andere Richtung, eine Korrektur und dann sollte das hier eigentlich dann aber doch wieder so da unten weitergehen. Ne? Also alles, was hier long kommt, ist erstmal nur korrektiv. Da ist es, glaube ich, sinniger, den Short da irgendwo zu suchen. Ja, ich habe hier auch der Norbert schreibt gerade, handel lieber den Dow. Ich habe hier Strategie 2, weil ich den DAX, also ne, hier sieht man es ja, glaube ich, sollte man. Da, S2, ne? Weil ich habe den gestern da oben schon Short eingetütet. Das heißt, ich habe noch eine Position hier im Hintergrund mitlaufen, die auch vorne liegt. Und von daher, ich würde den halt auch hier weiter versuchen auszubauen. Ne? So, hier sieht man es ja, ne, was ich gerade gemeint habe. Er versucht jetzt natürlich halt nach der langen Lunte da unten das Ding jetzt nach oben aufzuziehen, aber ich habe da immer noch irgendwie meine argen Bedenken und würde den dann auch eher, wenn er jetzt ein bisschen deutlicher raufzieht, dann lieber eine Etage höher nochmal dagegen halten. Und ne, ja, das passt jetzt hier leider ganz genau, so wie es aussieht, von der Idee her. Aber gut, bin ich dann halt nicht dabei. Ich hätte es nicht gedacht, weil das finde ich halt, also ich meine, meine Dreher da unten, die waren tatsächlich nicht so wahnsinnig smart, aber ein Impuls runter an der Range und dann in die andere Richtung. Ich hätte mich da eher geärgert, wenn ich long gegangen wäre, wäre mir um die Ohren geflogen, dass der Short jetzt nicht funktioniert hat. Finde ich jetzt nicht wirklich ärgerlich, ja. Also passiert, aber da kann ich mir jetzt nicht so wahnsinnig frühe Vorwürfe machen, sondern es war eher so, wo ich vorhin gedacht habe, eher so, Alter, du kennst das. Er kommt runter, macht eine Range, daddelt dann rum, sieht aus, als würde er nach oben gehen und dann knallt er doch nach unten runter und setzt halt die Bewegung fort, aus der die Range entstanden ist. Und dann ärgerst du dich. So, und deswegen habe ich da auch nach Short gedreht. Nur noch mal zur Erklärung und eben nicht nach Long. Ne? So, und das hier finde ich dann so ein bisschen außergewöhnlich. Aber da kommt nichts hinterher. Ich gucke mal ganz kurz auf den Dow. Was sagt der denn eigentlich da? Ja, nicht so wahnsinnig viel auch auf den ersten Blick. Ja, der hängt halt hier im Daily so ein bisschen an der doofen Stelle. Bei der 801. Da war ja letztens schon deutlich Support auch dort, wo ich ja auch einen Longer gestartet hatte, ein paar Punkte höher, der dann irgendwie 400 Punkte weit gelaufen ist. Und wenn halt die nochmal am Start sind, nochmal da sind und da gibt es halt nochmal auch eine heftige Gegenreaktion. Der hängt so ein bisschen, den würde ich hier, glaube ich, nicht wirklich gerne anpacken. Nicht wirklich. So, ich bin mal gespannt, wie weit der jetzt hier kommt. Im Zweifelsfall überziehen wir halt hier ein kleines bisschen. Ja, das ist, also gut, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich finde es halt ein bisschen anstrengend, aber okay, das soll keine Ausrede sein, sondern ich würde halt hier echt, ich bin hier auf der Suche oder beziehungsweise warte drauf, bis wir halt irgendwie so einen Impuls kriegen in die andere Richtung. Also jetzt nach oben gerne, ja. Der ist so, wo, den man halt auch den man auch ansieht, dass er höchstwahrscheinlich ein Fake ist.
Und das heißt, bräuchte einen Impuls in eine Richtung, der dann halt irgendwie auch stehen bleibt und dann sofort halt irgendwo man dann sieht, es gibt direkt Druck wieder in die andere Richtung und dann könnte man den auch viel leichter da einfangen. Ne? So, aber das sieht nicht unbedingt so aus, als würde das hier in 10 Uhr noch passieren. Da kommt hier echt kein Stück weiter, ne? 2 Punkte rauf und runter. Aber die Wohler insgesamt, damit konnte man schon handeln, würde ich mal sagen. Hätte es nur cleverer machen müssen. Ne? Aber das ist so ein, irgendwie auch der Fall von, ne? Alles richtig gesehen am Anfang und zum Schluss dann doch sich dumm angestellt. Wie man sieht, kriege ich das auch mal hin. Selbst im Live-Trading-Webinar. Ich hätte es nicht gedacht, aber okay. Ja. Weil wenn er eben hier in dieser Abwärtsbewegung da halt noch einmal zumindest hier unten hingekommen wäre, ne, dann wäre das, wäre die Nummer ja schon irgendwie safe gewesen. Und dann hätte man ja einfach mit Null auch im Zweifelsfall rausgekonnt, aber so war es dann halt eben nicht so. So, das meinte ich. Ne? Vielleicht kriegen wir jetzt hier noch so ein bisschen was. Dass wir uns von hier unten einmal vielleicht an die Supports da oben dran hangeln. Das wird ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen zu viel Erwartungshaltung. Aber die sind natürlich auch hier von Overnight und natürlich nicht besonders prägnant hier. Aber wäre in der Nähe von, vom Kassa-Schluss von gestern, von daher. Vielleicht ja dann nicht so ganz doof. Und auch hier diese rote Zone, die ich eben hier eingezeichnet habe, würde dann hier auch möglicherweise zum Tragen kommen. So, hier haben wir eine kleine Glatze im M15. Das war der letzte Impuls von der Abwärtsbewegung. Innerhalb 8 Uhr. So, das heißt, die jetzt in Kombination hier oben mit den Highs könnte dann auch schon wieder ein bisschen Gegenbewegung nach sich ziehen, so dass der halt eben nicht komplett long auflöst, sondern ja, dass wir da eine Gegenreaktion kriegen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, 52 muss ich nicht unbedingt jetzt hier in die 5 Minuten, die gerade in der Mitte steht, dagegen handeln. So, lass den mal kurz machen. Hier sind die Hochs kommen. Ich gehe mal, fange mal mit einem an hier. Und dann mal sehen, ob da jetzt was hinterherkommt. Oder ob das zu früh war. Ich probel heute so ein bisschen in den Bart rein hier, ne? Ich vergesse manchmal, dass ich im Webinar bin. So, das meinte ich hier auf jeden Fall, ne? Wir haben hier so eine kleine Glatze. Das heißt, das war die Fortsetzung, der letzte Impuls von der 8 Uhr. Von der Amateurstunde. Von der 8 Uhr, ja. Von der Amateurstunde. Und da halt kurz drüber könnte sein, dass das halt reicht, ein Kombi mit den Hoch hier, dass wir halt da so ein bisschen Gegenbewegung kriegen. Wir haben auch hier, ich habe hier mal den, der SMA 8 ist das, der hier auch immer noch fallend ist. Klar ist er fallend, ne? Und der nächste wäre halt hier einfach so der 20er drüber und der passt wiederum hier oben mit dazu, zu diesen Lows. Deswegen würde ich den auch hier skalieren. Außer er kommt jetzt hier irgendwie direkt runter wieder zur Eröffnung, dann würde ich den erstmal auflösen. Das weiß ich aber nicht, ne? So, keine Ahnung. Und aber könnte zumindest reichen, hier so ein bisschen Gegenbewegung noch zu kriegen. Auch wenn das jetzt hier gerade so nach Ausbruch aussieht, heißt das noch längst nicht, dass es ein Ausbruch wird. Mal sehen.
Mal sehen. Kurz mal was gucken hier noch parallel. Ja, ne, auf jeden Fall. Also ist die Stelle, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig falsch, ne? Also ich meine, wenn jetzt hier nicht in die Pötte kommt, kann man ja auch sagen, ja gut, dann gehe ich da halt oben mit 5 Punkten Lost, gehe ich da halt erstmal raus. Könnte man ja auch machen. Oder skaliert es halt nach oben aus und wieder rein. Aber hier ist ein bisschen was passiert ja hier, ne? Also das ist natürlich nur hier 8 Uhr Future Zeit. Hier diese, was man halt hier sieht auf der linken Seite. Das heißt, hat natürlich ein anderes Volumen als das, was wir jetzt sehen. Und vor allen Dingen keine Kasse im Hintergrund, ne? Sondern nur eben der Future. Und das heißt, von daher muss das jetzt nicht so wahnsinnig genau halten. Aber ist auch nicht ganz unwahrscheinlich. So, und letzten Endes, wenn der jetzt so schließt, ja, dann würde ich eher darauf bauen, dass wir sowieso um 10 Uhr dann erstmal nochmal die Kasse hier von oben sehen und wir nochmal hier unten reinlaufen. Und dann können die sich in der nächsten Stunde überlegen, was sie dann draus machen. Das kann natürlich jetzt auch so sein. Ich habe nur gerade gesagt, ja, vielleicht überziehen wir ja ein bisschen, aber ich glaube, das wird gar nicht funktionieren, weil ab 10 Uhr die Putzfrau kommt. Weil in Köln gestern die Bahnen gestreikt haben, normalerweise kommen die immer montags. Köln haben gestern hier die KVB gestreikt. Und da hat sie gemeint, na, no, das geht heute nicht, ich muss morgen kommen. Ich sage, ja, dann aber bitte nicht während des Webinars und dann 10. Und auch bitte nicht später, weil ich nachher noch ein Meeting habe. Das heißt, die wird wahrscheinlich hier genau um 10 auf der Matte stehen. Na, gucken wir. Ja, das ist das Leben, ne? Es besteht ja nicht nur aus Kerzen rauf und runter, sondern es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen ab und zu. So, hier wieder ein Punkt rauf und runter. Kaum, dass ich einen Trade aufgemacht habe. Das ist immer wieder fantastisch. Also man sollte, ne, vor allen Dingen halt auch eins nicht machen, ne? So direkt, also finde ich, ne, immer direkt mit irgendwie der ganzen Size, der ganzen Positionsgröße da reingehen. Ich bin ja immer ein Freund davon, irgendwie zuerst mal zu gucken. Und je nachdem, wie viel das halt bringt, dann halt auch zu skalieren, ne? Und das heißt also hier, ich würde die halt schon irgendwie bis 7 Kontrakte hier auf skalieren, das Ding hier. Und deswegen ist halt hier 3. Eigentlich müssten es dann 3,5 sein. Aber halt, gut, in dem Fall dann halt 2 mal 3 sind 6. Ne? An dem einen muss man sich jetzt nicht aufhängen. Aber ich bin da mal ein Freund davon, das halt irgendwie so erstmal anzutesten und dann halt mal zu gucken, was kann man draus machen, kann man das Ding ausbauen und da nicht direkt mit ganzem Risiko reinzugehen. Das kann man machen, wenn man halt irgendwie so Mini-Scalps macht, so mit irgendwie 5, 6 Punkten nur irgendwie mitnehmen will. Da ist natürlich auch legitim, direkt mit der ganzen Size reinzugehen und nicht da ewig lange rumzukaspern. Ne? Aber ich versuche halt hier immer so ein bisschen Strecke auch irgendwie hinzukriegen oder halt Trades aufzumachen, die dann halt auch schon mal ein bisschen länger laufen dürfen. Und von daher mache ich das halt meistens, auch nicht immer, aber meistens halt dann schon skaliert. Ne? Also man sieht ja auf jeden Fall, der Entry war jetzt nicht ganz blöd. Ne? Da oben hier in diesem kleinen Cluster, bei mir auch hier lustigerweise ein älteres Level im H1, die 395, die im Live-Chat glaube ich aber nicht drin ist. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So, und wenn jetzt hier nichts mehr nachkommt, und wie gesagt, auch hier, ne, mit den hängenden SMAs da an der Stelle. Und wenn jetzt nichts kommt, und dann sollte der jetzt eigentlich dann auch hier unten die Eröffnung nochmal relativ schnell testen. Direkt um 10 am besten. Und dann kann man das Ding dann auch erstmal dicht machen und dann ist gut. Ja, aber das sind jetzt hier auch wieder 10 Punkte, immerhin. Das passt schon. 395 ist im Live-Chart. Okay, ja, cool. Umso besser. Also hier das Short-Level, was ich jetzt auch gehandelt habe, schreibt mir der Werner hier gerade, ist auch im Live-Chart.
hier im H1 diese Linie hier sichtbar. So, 10 Uhr, was sagt er? Erst unten gucken oder erst oben gucken? Letzter Impuls auf Minute war nach unten. So, da könnten wir hier vielleicht da nochmal auf den im M5 auf dem SMA20 hier nochmal kurz zurück in die Value Area. Und dann wären wir tatsächlich auch genau hier, wo ich eigentlich hin will. In einem kurzen Rückläufer und dann kann er irgendwie oben immer noch gucken. Aber dass die vom Tisch ist, ne, so jetzt generell in dieser Stunde, ja, vielleicht jetzt in den ersten 15 Minuten, ne, da kann er immer noch zuerst oben gucken. Aber dass die Eröffnung da vom Tisch ist und das Ding nicht aufgeht, das halte ich für ein Gerücht. Also, da glaube ich nicht so wirklich dran. So, also, kurze Rede, langer Sinn. Die Richtung für heute, ich denke mal, das ist soweit, scheint sich das jetzt erstmal irgendwie zu bewahrheiten. Jetzt ein bisschen schwierig ist natürlich jetzt, dass der H1, ich lasse das mal kurz in Ruhe hier, ne? Auch wenn der jetzt hier wieder ins Minus läuft, das ist mir jetzt erstmal egal, weil ich würde den halt, habe ich ja gerade gesagt, ne, lieber hier zusammenbauen und dann halt nachher nochmal einen größeren Rutsch nach unten kriegen. Es kann aber halt wegen der Form von der H1, die wir hier haben, die wieder long ist, hier mit ein paar Punkten schon sein, dass das jetzt erstmal nach oben fortgesetzt wird, dass es noch ein bisschen dauert. Ne? So, deswegen, das ist ja auch immer so der Ansatz. So, zuerst runter geht wahrscheinlich rauf, zuerst rauf geht wahrscheinlich runter. Deswegen wäre das jetzt nicht weiter verwunderlich, wenn es jetzt hier irgendwie bis Mittag dauert. Aber daran hänge ich mich jetzt erstmal nicht auf. Aber generell ist die Idee ja nichtsdestotrotz unverändert, dass wir nämlich das Ding komplett nach unten auflösen. Muss nicht sein, kann aber sein, ja. Also einmal hier wirklich komplett durch. So, da unten in diese 15.082, 15.039. Weil wir eben gestern halt diesen Rücklauf hier hatten. Guckt man sich das mal weekly an. Sieht das viel schlüssiger aus, weil da hatten wir nämlich hier oben keine neuen Hochs. Und hier die letzte Woche ist halt deutlich hier unten auch geschlossen unter den letzten Wochen. Und was haben wir gestern gehabt? Ein Rücklauf im Weekly bis fast zur Eröffnung. Und deswegen ist für mich das plausibelste Bild, wenn er diesen Rücklauf jetzt nutzt, um einfach nur diese Wochenkerze fortzusetzen, nämlich bis hier unten hin. So, und deswegen bin ich hier so ein bisschen auf dem Short-Trip und halte das erstmal für die plausiblere Richtung. Ne? Nur, dass man das halt eben auch noch aus einer anderen Perspektive dann auch sieht. Ja, das hier meinte ich gerade. Ne? Der kann jetzt hier nochmal auch ins Minus laufen. Das ist egal. Man hätte den auch hier mit 15 Punkten plus schließen können, aber ich will ja hier ein bisschen was anderes. Schön wäre natürlich jetzt einfach, wenn er zum Ende von dem Webinar jetzt mal einmal kurzwegs hier unten reinsticht und das Ding hier auflöst und dann kann er den Rest ja nachher machen. Aber so ist das immer mit den zeitlichen Aspekten. Ja, was soll ich zum DAU sagen, ne? Und zum DAU habe ich schon alles, also fragt der Markus hier gerade, habe ich eigentlich schon alles gesagt? Das Problem ist, dass der DAU halt leider noch sehr, sehr viel Luft nach oben gehabt hätte. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks. Also der DAX ist gestern eigentlich ein bisschen zu weit nach oben gesprintet, der DAU nicht weit genug. Der DAU hätte nämlich ganz easy auch hier in dieses, hier im Daily, hier bis hier oben rein nochmal laufen können. Ne? Also auch hier bis in diesen Support, weil das war ja lange Support. Hier diese Zone, ich hoffe, man kann das erkennen. Hoppla, falscher Markt. Das war ja wirklich lange Support hier in dem Bereich. Und da wäre es halt eigentlich typisch, da auch eben da erstmal nochmal komplett reinzulaufen und dann halt ab dort dann eben die Biege nach unten zu machen. Klemmen. So, jetzt hat er aber gestern hier viel zu früh gebremst. Der hätte eigentlich am besten gestern schon hier ein Stück drüber gemusst, über die letzten Hochs hier, über der 236. Und da besteht jetzt halt leider die Gefahr, dass er das im zweiten Anlauf macht. Und das würde dann aber auch bedeuten, dass der DAX wahrscheinlich auch nicht nach unten auflöst, sondern dass der halt weiter hier in der Range irgendwie rumkurbelt. Weil so ein bisschen Korrelation haben wir dann doch, auch wenn die letztens irgendwie mal komplett auseinandergelaufen ist. Aber das ist ja eigentlich schon die Regel.
So, es könnte natürlich jetzt auch sein, dass der DAO jetzt erstmal halt dann nach unten geht und dann das doch wieder oben versucht. Ich weiß es nicht. Das finde ich halt echt irre schwer, den hier unten irgendwie sauber abzugreifen. Und da sage ich halt nur, läuft der aus irgendwelchen Gründen, aus welchen auch immer, ja, hier oben über die 600 drüber, dann würde ich den halt da oben gnadenlos shorten. Also, weil das ist eigentlich die Bewegung, die fehlt. Das Antesten dieses Supports in der Range von unten. Für meine Begriffe fehlt das, ja. Und deswegen traue ich dem Braten hier unten auch nicht so wirklich, dass der jetzt einfach darunter fällt, sondern es kann halt sein, dass der hier wirklich jetzt nochmal rumzackert und dass es ein paar Tage dauert und dann da oben plopp, ja, bis der halt wirklich den Blub da oben hinlegt, ne? Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich da auch halt morgen nicht viel dazu gesagt. Aber da habe ich auch gestern gesagt, erstmal rauf, ja, das hat gepasst, aber ist schon echt früh gedreht. Bisschen zu früh für meinen Geschmack, aber mal gucken. Vielleicht klärt sich das Bild ja in irgendeiner anderer Form auf und dann es dann vielleicht wieder leichter, da halt was dazu zu sagen, beziehungsweise den halt kurzfristig nochmal sauberer einzuschätzen. Keine Ahnung, wird man sehen müssen. So, die Geschichte hier betrachte ich mal als irgendwie geht auf. Wir haben ja schon irgendwie auch nach 10 Uhr und müssen jetzt hier mal zum Ende kommen. Also hier 333. An den 7 Punkten wird es jetzt wohl hier nicht scheitern. Und außer er will mich jetzt hier unbedingt ärgern, aber glaube ich halt nicht, ne? Also es kann halt einfach sein, dass jetzt hier nochmal 10 Minuten dauert. Die müssen wir nicht unbedingt hier aussitzen. Aber der kommt halt höchstwahrscheinlich jetzt hier auch bis auf diese Highs da unten halt zurück. Ja? Also hier bis auf die Range nochmal oder zumindest mal hier auf diesen letzten Piekser. Und davon kann man mal ausgehen. Und dann wäre halt allein damit, so wie ich das sehe, die ganze Geschichte auch schon wieder ausgeglichen. Ja, ne? Das kommt hin. Das ist doch dann okay. So, zwar nicht so irgendwie prall. Vom Ergebnis her, da war ich schon besser, weil halt eben wegen dem blöden Dreher da unten einer zu viel, der war halt nicht gut. Der war halt nicht gut, sonst würde das Ergebnis anders aussehen. Da kann man erklären, so viel wie man will, wenn man sich dumm anstellt, dann kommt halt auch was Dummes bei raus. Gut, so. Viele sind geblieben oder ganz viele, die meisten, aber es sind halt auch einige schon gegangen. Ich will das auch hier nicht unnötig in Länge ziehen. Wir sind da schon irgendwie fast 1,5 Stunden jetzt hier dabei. Irgendwann reicht es auch mal. Ich bin eigentlich immer eher ein Freund von knackigen, kurzen Webinaren, Dreiviertelstunde und das hier ist ja schon das Doppelte. Aber ich wollte natürlich jetzt auch die Chance nicht auslassen, halt den Loser vom Anfang wegen der blöden Drehung da halt nochmal einzutüten. Ne? Und ich habe da immer so verantwortungsbewusst, habe ich mir denke, so, oh, der ein oder andere macht es ja doch nach. Und da musst du doch mal irgendwie auch noch irgendwie gucken und helfen, da halt rauszukommen aus der Nummer. Ne? Und dann eben nicht Webinar zumachen und sagen, so, okay, Pech gehabt, ja. Auch wenn ich natürlich am Anfang sage, so, jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen, trotzdem will ich das ja dann trotzdem dann auch irgendwie so ein bisschen wieder gut machen, wenn es dann mal daneben geht. So, und das ist hier, glaube ich, dann jetzt auch die Möglichkeit, das hinzukriegen. Gut, also nichtsdestotrotz, ich habe jetzt hier auch gerade noch irgendwie einen kleinen dazugegeben, würde hier auch unverändert rausgeben, gehen und schätze mal, der Impuls kommt dann eben auch gleich, aber egal, wie langsam ich rede, der DAX wird warten, bis das Schlusswort gefallen ist, bis er den halt, den Move dann macht. Das war bisher noch immer so und das wird heute nicht anders sein. Gut, deswegen sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein. Und ja, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und vielleicht war auch für den einen oder anderen was Lehrreiches dabei. Mensch, DAX, jetzt komm doch einfach noch auf den letzten Drücker, während ich hier rede. Das kann ja nicht an den 3 Punkten hier scheitern. Aber man Erst stelle sich wenn das darauf Webinar ein. vorbei ist. Ja, man stelle sich darauf ein. Es kommt mit der Schlussglocke vom Webinar. Es ist auch völlig egal, wann wir Schluss machen, ob um 5 vor 10, um 10 nach 10, um Viertel nach 20 nach. Es ist alles egal. Erst
Wenn da steht, Webinar ist beendet, dann kommt der Move raus. Aber es hat ja auch irgendwie schon Tradition, ne? Ja, man kann es nicht anders Schönes sagen. Wetter und keine Bewegung oder erst nach dem Webinar. Ja, genau. Why not? Why not? Okay, gut. Also, ich bedanke mich. Und das letzte Wort hat aber sehr gerne der Nelson. Und die, die hier schon öfters dabei waren, die bleiben auch jetzt bis zur letzten Sekunde dabei, weil es könnte passieren, wenn der Nelson jetzt übernimmt, dass nämlich dann plötzlich der Markt sich bewegt. Und da gibt es nochmal das letzte Schlussbild mit dem sich auflösenden Trade im Gewinn. So, aber Nelson, du hast das letzte Wort. Ich sage schon mal vorsichtig Tschüss. Kann aber sein, dass ich kurz das Bild nochmal reinstelle. Ja, ich gebe dir gleich nochmal das Mikro. Genau. Ja, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank an alle, die heute live dabei waren und so lange hier zugeschaut haben. War wieder sehr lehrreich und Dirk hat eigentlich alles schon gesagt. Nächste Woche geht es tatsächlich wieder weiter. Wie gesagt, wegen Karneval gab es eine kleine Verschiebung, aber nächste Woche dann tatsächlich hier wieder 8:45 Uhr. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ansonsten, ja, einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche, erfolgreiche Trades. Stopp. Passt auf die Position. Ja, ich muss ja in die Länge ziehen, damit das Nee, auch nee, ein bisschen. wir haben NFPs diese Woche, ne? Oh ja, stimmt. Ja. Aber Ja. Live-Trading nächste Woche tatsächlich. Aber ja, nächste Woche. Nee, diese Woche. Ja, jetzt komme Diese ich auch Woche. durcheinander. Diese Woche. Ist das so? Ja, Tatsächlich? ist der erste Freitag im Monat, ja. Ja, aber ich glaube, es gab da eine Verschiebung. Und ich bin Okay. mir nicht sicher, dass das diese Woche ist, lieber Dirk. Das schauen wir doch direkt mal. Das Das klären wir stand. doch jetzt noch. Sind am Ich meine, 10.3. sind wir Frankfurt ja, dran. ich meine, ich habe das schon richtig eingetragen. Es müsste der 10. sein, ja. Das war diesen Monat ist das verschoben, beziehungsweise jetzt im März. Okay. Deswegen Ja. war ich auch gerade verwirrt. Also nächste Woche Dienstag tatsächlich dann unser gemeinsames Live-Trading wieder und dann die gleiche Woche Freitag NFP. Gut, dann gibt es noch ein Schlussbild oder passierte nichts? Könnte sein, deswegen habe ich das mit den NFPs auch erwähnt. Es könnte sein, dass wir in den nächsten 3 Minuten hier noch das Schlussbild kriegen. Wo ist eigentlich meine Putzfrau? Das ist auch die Frage. So, gucken. Da Fahren die hier. Bahn überhaupt schon wieder? Kommt er oder kommt er? Siehst du, er wartet nur darauf, dass wir das Webinar ausmachen. Und dann kommt die Bewegung. Ja, guck mal, jetzt haben sie wieder gesehen. Ach, haben es schon wieder irgendwie dann doch wieder da. Dann geben wir den dann nicht. Doch, guck. Hier mit dem 15-Minuten-Impuls kommt dann jetzt hier auch das Trade-Ende, wie es aussieht. Das ist ja wie bei den Das ist ein Avengers-Filmen. Witz, oder? Das ist ein Witz. Nach dem Kaum Abspann moderieren wir nochmal ab. kurz. Kaum moderieren wir ab, geht die Nummer hier auf. Das kann echt, das ist unglaublich. So, guck sich das einer an. Und schon machen wir das Webinar hier wieder im Plus zu. So, kann man auch hier direkt den Trail reinwerfen. Da passiert auch nichts mehr. Komm her. Geh. Hä? Habe ich den überhaupt an? Was habe ich denn für einen Trailer drin? Jetzt scheitert es am Trail. Ah, da ist er doch. Okay. Da ist Fünf. er. Viel. TA 1000. Ja. So. Kam noch einen ganz kleinen. 3 Punkte noch. Die kriegen wir noch. Einmal bis da runter, bis zur Eröffnung. Aber es ist doch unglaublich, oder? Es ist ein Fluch, ne? Kaum machen wir die Abmut, geht der Trade auf und alles ist fein. Hier. Hier, bitte. Noch Fragen? So. Also, wer da war dabei bis zum Schluss? Ja, ich sehe es hier, ganz viele. Das Das lohnt ist die. sich. Der harte Kern, der das Prinzip kennt, das ist aber wirklich unglaublich, echt, das ist unfassbar. So, den kleinen Herrn mache ich hier mal weg, brauchen wir nicht. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen Schuss irgendwie nach unten kriegen und dann haben wir hier auf jeden Fall ein nettes Finale. Aber das war so klar, ja, das ist Wie unglaublich. einstudiert. Ja,
Es ist wirklich wie ein Fluch. So, aber nichtsdestotrotz, also das Ding ist aufgegangen. Alles wie immer, immer erst, wenn das Webinar vorbei ist. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie wir damit umgehen. Wir müssen halt nur den Markt so ein bisschen veräppeln, beziehungsweise so tun, als würden wir uns veräppeln Da lassen. kommt die Bewegung, nehmen wir jetzt noch mit. Ja, genau. Die gucken wir uns jetzt noch an und wo das Ding jetzt auch immer rausgeht. Aber wahrscheinlich jetzt hier ist jetzt wahrscheinlich Ende. Vielleicht gibt es noch einen ganz kleinen Stich darunter, aber mehr wird das nicht mehr. Aber passt ja auch, ne? So, von mir aus kann er natürlich auch ganz unten durchfallen, aber das halte ich jetzt für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber sieht Ist man die aber auch schön Putzfrau auf der jetzt auch anderen Seite. bezahlt? Bitte nochmal? Sag, ist die Putzfrau jetzt auch bezahlt? Jo. Jo. So. Ne, was man jetzt schön sieht, ist ja wirklich der TA-Trail, wie der sich jetzt hier auch dahinter klemmt. Und da wirklich versucht, den letzten Punkt damit rauszunehmen, wo auch immer die Zuckung dann sein wird. Also ich habe hier den TA6 jetzt drin. TA6 heißt quasi auf 6 Zuckungen, die werden halt im Durchschnitt gerechnet und davon im Abstand mit 3 Punkten hänge ich den Trail dahinter. Da hat man nicht so das ganz kleine Rauschen mit drin, sondern das wird dann halt geglättet und deswegen läuft er dann jetzt hier so nett hinterher. So, komm, das lässt er uns nicht raus. Pass auf, jetzt hängt er hier in der Ein-Punkte-Range. Immer bis 1 Punkt vor den TA-Trail. Gut, aber ist auf jeden Fall aufgegangen. Also, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Geduld. Und auch diejenigen, die den Vorführeffekt hier mit uns gemeinsam genossen haben. Und natürlich an dich, Nelson, hier fürs Moderieren und auch immer wieder mit mir aushalten. So, bis nächste Woche Dienstag. Und dann nächste Woche Freitag, habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Korrekt. Alright. Gut, dann bis dahin. Bis dann, tschüss zusammen. Adios.